on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von uns. Ist jetzt alles ein bisschen spontan, alles ein bisschen stressig. Wir wollten eigentlich uns schon so vor ein, zwei Monaten mit Dennis Schröder, wollten noch mit dem so ein kleines YouTube-Video mal drehen. Hat aber nicht geklappt, weil er ja dann die WM hatte. Die Jungs haben ja vorgestern, glaube ich, dann die WM gewonnen, also sind Weltmeister. Glückwunsch auch nochmal an die Jungs, haben sich wirklich verdient, super gespielt. Jetzt hat er gestern Abend geschrieben, ich bin morgen in Frankfurt, ich würde gerne meine Sachen abholen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie die Sachen noch schnell besorgen für ihn, beziehungsweise ready machen. Er hat bestellt einen großen, so customized Bearbrick mit seiner Brand drauf. Kann ich euch auch mal die Sprachnachricht so einblenden? Eigentlich muss es nur zu dem Zimmer passen. Also so ein, weiß nicht, schwarz-grau mit natürlich meinen ganzen Sachen drauf, Dead Stuff. Bär ist auch schon hier und den kann ich euch auch mal zeigen. Also wie ihr sehen könnt, halt grau mit dem Dead Stuff Logo, DS17. Ist eigentlich auch ganz clean. Den haben wir schon ready. Plus, dann wollte er noch die schwarzen Skates haben. Das heißt, da muss ich jetzt noch ein bisschen rumtelefonieren, gucken, wo ich die genau herbekomme auf die schnelle Welle. Plus noch zwei kleine Bären, auch mit seinem Dead Stuff Logo. Mal gucken, ob wir es jetzt irgendwie alles schnell hinbekommen. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Dann schauen wir uns mal an, wie wir das alles jetzt hinbekommen. Und wir nehmen euch mal mit. Ich rufe jetzt mal den Mo an. Vielleicht hat der jetzt Infos, ob er die Schuhe bekommen hat oder beziehungsweise wie es aussieht, wann wir die bekommen. Kann ich ran? Ich weiß nicht. Mo? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Wie sieht's aus mit den Schuhen? Hast du die schon irgendwie? Oder ich, irgendwie muss kurz, ich muss mal kurz schauen, aber der Mo muss die eigentlich jetzt schon abgeholt haben. Hat er die schon? Boah, ich check den mal kurz ab, weil ich bin gerade noch mit Pagel, deswegen war ich auch gar nicht am Handy gewesen, aber ich check das ja, kurz. Ja, ruf den mal schnell an, dann schreib mir direkt. Easy. Schreib ich Dennis. Gut. Vielleicht, ciao. Also der Mo ist jetzt auch gleich hier. Dann werden wir sehen, ob er die Schuhe hat oder nicht. In der Zwischenzeit werde ich jetzt, glaube ich, mal den Bärentypen anrufen und mal fragen, wie es aussieht, ob die ready sind oder halt noch nicht. Geht auch. Jo, Bro, was geht? Was geht? Alles gut? Ja, und selbst? Alles easy. Hast du die Bären? Sind die fertig? Die Bären sind fertig geworden. Ich bringe sie dir heute vorbei. Die zwei Stück? Ja. Okay, easy. Schick mir nochmal bitte Bilder, dann gucke ich nochmal, ob alles stimmt, aber müsste eigentlich passen. Easy, Bro, mach easy. Ich. Easy, gut. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Die Bären sind fertig. Mal gucken, entweder hole ich sie später ab, er bringt sie mir, je nachdem. Also wir haben jetzt die drei Bären für ihn. Jetzt fehlen nur noch die Schuhe und es hängt jetzt von Mo ab. Mal gucken, ob er sie abgeholt hat oder nicht. Wie kam das eigentlich dazu, dass ihr mit Dennis Kontakt habt? Er hat uns damals geschrieben gehabt, hat er noch in L.A. gespielt bei den Lakers. Jetzt ist er gewechselt vor kurzem zu den Toronto Raptors. Und wir waren ja auch schon mal in L.A. und haben ihn auch schon mal getroffen. Wir waren da bei seinem Spiel, der hat uns eingeladen, haben den seine Sachen gebracht. Der kommt auch gerade, Mo, sehe ich. Haben es geschafft. Es geht, Bro. Alles gut. Oder? Lass die Schuhe kommen. Ich glaube, ich bin ein bisschen an Wiesbaden noch gebrettert. Echt? Mal so Stau vom Köln, jedes Mal. Aber das hat richtig gepasst. Größe. Ich bin nicht mal reingeguckt, ich hoffe, es passt. 8,5, ja. Easy! Ja, auf jeden Fall. Wir haben Dennis ja schon mal kennengelernt und hat uns auch damals ein Trikot gegeben gehabt, was er da getragen hat beim Spiel. Ist auf jeden Fall wirklich ein super, super lieber Mensch, auch seine Frau und seine engsten Jungs drumherum. Shoutout an Joel. Super Jungs, wirklich. Wir haben jetzt auch schon lange nicht gesehen, locker 2-3 Monate nicht. Es war jetzt auch Wärme und sowas. Deswegen mal gucken, wie er drauf ist, wie es ihm so geht. Aber es werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich auch später sehen. Aber was jetzt eigentlich mit den anderen, also mit den Bären? Weil ja, die Bären werden gut. Später gebracht. Wann denn? Alles gut. Schick mal so einen 30 Minuten. Das. 30 Minuten. Alles gut? Hi, gesehen. Alles ja, gut, cool. Alles gut bei dir? Top, top. Glückwunsch ja. Nochmal, ja? Vielen Dank, Bro. Bro, wir haben hier gefiebert, Bro. Crazy. Ja. Wirklich crazy. Siehst du hier, Bruder, wir sind. Ihr seid dabei. Für Deutschland auch wichtig, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel bewegt hier. Ja, ehrlich, Mann. Ja. Also, das ist. Ich hoffe, dass es natürlich noch größer wird, so, ja. Aber schon echt cool. Hey, hey, Records on my demo. Did y'all boys not get the memo? I do not stay at the Intercontinental. Hey, was geht? Ich bin's, Dennis Schröder, komme aus Braunschweig, bin 30 geworden vor 3 Tagen und ja, bin hier bei Buzzblock. Ja. Wart ihr da am Feiern noch? Und alles ja, und wow, dann? Ich wollte, okay. Ich habe im Flieger yeah. Bescheid gegeben yeah. Und dann, ey, das war, ich dachte, das wäre nur yeah. So ein Empfang, so 100 Leute, yeah. Aber krass, okay. Ja, ihr habt so Penthouse-Style, ne? Ja, nice, man. Hier ist auch dein großer Bär. Ach ja, stimmt. Check mal. Der ist so richtig schwer. Nice. Der ist cool, dann hier noch die beiden kleinen. So was kann man auch mal gut verschenken, sag ich mal. Kommt auch Kids aus. Kommt nicht zu Hause, ne? Ja. Du hast auch so eine Clock-Geige, hast du ja gesagt. So ja, die sind cool. Ne? Die kommen auch aus Frankfurt, oder? Ja, genau. Muss man ein Bild machen kurz. Ja. Das kommt sick.
Okay. Das heißt, sie bedienen so die ganzen, hauptsächlich eigentlich Fußball. Das ist jetzt eine 7er, die fitten so wie eine 8. Was hast du so für eine Schuhgröße? 44, 45? 45. 45? Ja, die 9 sind auch rausgekommen, ne? Ja, die sind auch sick. Wenn du rockst ja immer so Goya-Sachen, das ist eigentlich auch immer ganz cool. Ja. Und auch der Kopf, also ich glaube, der kam nur viermal in Paris. Achso, ist das richtiger, ist ja. Nicht customized? Nee, der ist direkt von Louis. Aber wie ist es so bei dir? Wie bereitest du so diese Tunnelfits, sag ich mal, vor? Weil du kannst dein Outfit nicht doppelt tragen oder sowas, glaube ich. Nee, ich war in OKC, da habe ich ja wirklich so Fashion gemacht und so, mit meiner Frau viel. Aber irgendwann habe ich gesehen, wie Leute sich anziehen und so, die haben zu viel gemacht. Habe ich gesagt, ich trage nur noch alles schwarz. Also für mich. So Playoffs und sowas, da kann man schon, da ist kreativ sein und so. Aber during the season, man spielt 3, 4, 5 Mal in der Woche, das ist ein bisschen. Die sind aber in der Captain, Bro. Ah, warte, okay. kann ich mal aufmachen für dich. Ich ziehe eins für Joel. Da steht hier so World Champion. World Champion, ja. Weil das Geile, du kriegst sie so auf. Immer. Ich schlaf sogar mit denen. Also viele haben mich jetzt auch als NBA-Spieler und so. Draymond Green, Bun, also alle fragen wirklich auch danach. So ein nicer Colorway so. Ist gut? Ja. Welche Größe ist das? Ist jetzt eine 8,5, weil die fitten eigentlich ein bisschen größer. Deswegen, wenn du sagst, du bist 45, weil ich bin auch nur 45. Und 8,5 ist eigentlich immer top. Noch extrem bequem, wa? Ja. Weil die so lange schon haben. Wie lange haben wir darüber geschrieben? Oh, schon nicht sehr, sehr lange. Schon lange, ne? Sehr, sehr lange. Ich glaube, schon. LA. Ja, für kurz deine Lehre. Ja, die sind top. Und sonst, was eigentlich auch noch cool ist, so, ist mal so Supreme Jersey oder so. Ich war so doll auf Supreme, also die letzten 3 Jahre. Aber jetzt in letzter Zeit kommt es wieder, finde ich, so Supreme. Ja? Es kommt wieder, man sieht es irgendwie vermehrt. Oh, alle eure Black-Sachen kannst du mir anschauen. Ja. Ich weiß, ich trägst du Chrome Hearts auch? Nee, ich auch. Nee. Kein Piece von Chrome Hearts. Ja, aber willst du mal so ein paar Sachen sehen? Yes. Ja. Muss hier bei den richtigen Jungs. She don't even care, she want me to bust like a handgun. I turn this to my favorite stripper, cause I'm that nigga. My watch worth 6 figures, my bank bigger. She want me fuck the best friend and the big sisters. I bend her up, we playing Twister, and then I kick her. Trägst du Beanies? Ja. Oder so Witz oder sowas? Ja, ja. Ich spiel sowas, hat immer ein Trade an. Das ist aber schon doll, ne? Du musst Rapper sein dafür. Darf nicht über die Ohren gehen, weißt du, ich meine? Ja. Beanies bin ich speziell. Die sind echt fett hier. Welche Größe ist das? Schliff mal rein. Der passt sogar besser als der. Aber ist der viel zu eng oder sagst du geht? Bei dem, ja? Also bei dem linken jetzt, bei dem dickeren. Der passt. Nee, der passt besser als der sogar. Echt? Ja, ja. Der drückt ein bisschen, merke ich. Also, vielleicht muss ich da noch ein bisschen. Ja, lass mich den noch auch anprobieren. Wir hatten so richtig geile Sachen von OVO Collab mit Toronto Raptors. So wegen Drake, weil er halt so aus Toronto kommt. Collab. Ich kenne einen DJ, also von LeBron auch. Ja. Und die sind halt sehr dicke. Welcher am 7. hat er sein letztes Konzert in Toronto. Also haben wir so gedreht, dass wir mit ihm runtergehen können. Er macht das doch in jeder Stadt. Ja. Aber wir sind in Vancouver mit dem Team. Ich hab gesagt, vielleicht muss ich da irgendwie extra hinfliegen oder so, das wäre ja krass. So der größte unserer Zeit, sag ich mal. Ja. So. Safe. Ja, wir haben auch ein paar Sachen für Ellen oder so. Auch, ja, für Frauen? Ja. Nice. Ja. Das war für Uhren, ne? Ja, für Uhren. Zum Travel. Ein paar Uhren sind jetzt zusammengekommen. Und der Jersey hat auch einen ganz anderen Platz dazu gehört. Achso, Taten. Nice, Mann. Ja, ihr wart ja auch ein paar Tage da, ne? Ihr wart sogar weg mit Joel und so, ne? Ja, abends hat mich genervt an L.A., dass die Clubs schon um 2 Uhr zumachen. Ja, ist crazy. Ja. Ist ganz anders, glaube ich. Da ist Europa natürlich, 6. Oder Miami oder so. Stimmt, Miami geht auch, ja. Aber du gehst wahrscheinlich nicht so viel raus. Naja, ich meine 3 Kinder jetzt. Also. Schau mal. Welche besser? Meinst du? Aber dann habe ich 2 schwarze. Bei denen will ich auf jeden Fall nehmen. Ja, alles schwarz. Ja, das ist echt. Okay, schwarz. Und die Kinder? Die beiden würde ich nehmen. Ja. Wie ist es so mittlerweile für dich? Würdest du sagen, so, ist alles so Alltag geworden? Oder ist es immer noch, manchmal, wenn du so drüber nachdenkst, so, es geht da eigentlich ab? So. Mit LeBron James zusammengespielt. Ihn zu sehen jeden Tag, das ist also crazy. Du lernst natürlich jeden Tag so, ne? So off the court auch viele Sachen, die er macht und so, das ist schon. Ja. Aber wie ist er so V? Cool, Mann. Also, cool. Ja, Leute fragen mich immer, so wie wir, weißt du? So, ist gechillt, richtig lustig, kindisch sogar noch. Macht viele Jokes. Ja. Ja, dass er 20 Jahre so der beste Spieler auf der Welt ist, so ist er extrem gechillt. Der will ja jetzt Olympiade spielen. Schauen wir mal, ne? 2024.
der ist auch wild hier. Eigentlich. Den haben wir auch in deiner Size, oder? Boah, den finde ich sogar von allen am besten. Sag's ja. Ja, ich nehme den auf jeden Fall, aber drei davon? Okay, hier. Die sind die besten, wa? Alle drei sind nice. Ich glaube, ich muss alle drei mit. Ja, ich nehme alle drei. Brauchst du für jeden? Nee, Box? Ich brauch gar keine Box. Ja? Nee. Ich nehme einfach so. Komm auf jeden Fall nochmal vorbei. Danke euch, vielen Dank. Bassplug, Bassplug. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es wieder hat euch gefallen. Wir hatten heute mal einen Weltmeister zu Gast. Auch für uns was ganz Besonderes, Dennis Schröder hier zu haben heute. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken, zu teilen und zu kommentieren, wie immer. Vielen lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.